Die RWTH Big Band auf dem Weltfest 2008. Viel, viel Spaß und viel, viel Vergnügen. Und da kommt die Sonne sogar für euch. Viel Spaß. Kann man die? Als nächstes für die Band mit unserer Sängerin, genau, wunderbar, Alexandra Janssen. Los geht's! Blue.
Darf ich was erzählen? Und als nächstes spielen wir ein Stück, das heißt Alright, Okay, You Win. Das ist ein Gesangsstück. Und ich finde ja die Leute immer so cool, die vorne stehen und was erzählen und sich dabei nichts denken und alles wissen und so. Aber noch viel cooler ist es, wenn man da vorne steht und singt und auch noch auswendig und ohne Noten. Und das macht jetzt unsere Alexandra und ja, das wollte ich nur so. Viel Spaß dabei! Alexandra mit Alright, Okay, You Win. Das nächste Lied heißt Girl from Ipanema. Die Originalsprache ist Portugiesisch und unsere wunderbare Sängerin Alexandra Jansen hat das letztes Mal ganz wundervoll auf Portugiesisch gesungen. Was wollen Sie denn? Englisch, Portugiesisch oder Fantasietöne geht auch? Fantasietöne! Englisch? Okay, Englisch. Machen wir auf Englisch diesmal. Dankeschön für die Abstimmung. Ich hoffe, es spricht keiner Portugiesisch. Ja.
Da kommen dann die Posaunen und ab da wird es ein bisschen schräg. Aber dann kommt später noch der Gesang und dann wird es eigentlich wieder besser. Und nach dem Stück kann ich noch einen Witz erzählen. Dankeschön und viel Spaß bei Feeling Good. Das ist irgendein Stück, das hat Michael Bublé auch mal gesungen oder so. Wir mögen den nicht so. Danke. Thank you.
It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Sophia wurde eben verboten, den Witz zu erzählen, deswegen muss ich jetzt wieder die Moderation machen. Nächstes Stück heißt Doing Daisy's Thing. Das war unser erstes Stück bei unserem Jahreskonzert. Ach schön, dass noch so viele da sind. Unser Jahreskonzert im Juli. Da haben wir gedacht, wir machen am Anfang mal einen Gag. Und wir fangen so an, dass alle auf der Bühne sind und nur der Friedemann, nicht Friedemann hier, Bassposaune. Es ging dann so, ich habe angefangen einzuzählen und dann haben alle gesagt, hey, der Friedemann ist nicht da. Und dann kam Friedemann aus dem Hinterhalt und hat gleich dann angefangen, direkt ein Solo zu spielen, direkt am Anfang mit diesem Stück. In der Pause sind dann die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Mensch, seid ihr verplant, seid ihr unorganisiert, kriegt es nicht auf die Reihe, dass eure Leute da sind, wenn wir anfangen, deswegen lassen wir diesen Gag heute weg und fangen jetzt mal direkt von vorne an. Thank you.
heute das letzte Mal hier dabei. Als nächstes spielen wir Coconut Champagne, ein Stück bekannt geworden durch die Maynard Ferguson Big Band, geschrieben von Dennis Di Blasio, Baritonsaxophonisten der Maynard Ferguson Big Band. Heute müssen Sie sich mit unserem Baritonsaxophonisten Daniel Karhoff am Solo zufrieden geben. Übrigens ist das unser letztes Stück, es sei denn, Sie wollen unsere Sängerin Alexandra Jansen nachher doch noch einmal hören. Coconut Champagne. Thank you.
Hören wollen. Das scheint mir eindeutig.